Servus Leute, Kaboom hier und willkommen. Der Max ist auch da auf meinem Kanal. Der Max ist auch da auf seinem Kanal. Hallo Max, begrüß dich hier, wie geht's dir? Ja, das ist unglaublich, dass ich auch am Start bin. Ja, ja, kommt vor. Du hier. Ja, was haben wir uns denn heute Schönes überlegt? Nachdem ich jetzt dreimal oder so die Einladung versaut habe, machst du das jetzt? Ja, gut. Ich versuch's mal. Ja, wir haben ja, du warst ja vorhin auf der Arbeit gewesen, dann haben wir so kurz geschrieben und du hast illegalerweise nicht deine Arbeit gemacht, sondern lieber mit dem Kaboom geschrieben. Da, du musst da aufpassen, die Leute gucken das bei mir her. Oh, ernsthaft? Ich hab das nur erfunden. War Spaß gewesen. Na, jedenfalls, ja, wir haben, Max, du bekamst ja von so ein lustiges oder neulich so ein Kommentar und was das ist, da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Jedenfalls sind wir dann in so eine Unterhaltung reingerutscht. Naja, wie wird Battlefield jetzt eigentlich gespielt? Genau, und dass da halt, dass da halt teilweise Riesenunterschiede zwischen dem bestehen, was theoretisch so in Foren da erzählt wird und in YouTube-Kommentaren und so, wie es in-game eigentlich wirklich ist. Ganz genau. So ja, dass es da, dass es zwar taktisch angehaucht ist, aber jetzt irgendwie die große Lagebesprechung vor der eigentlichen, irgendwie vor dem eigentlichen Sturm ja meistens ausbleibt, sondern einfach reingerannt wird. Also erstmal muss man ja sagen, natürlich, das denke ich auch, es ist in Battlefield 3 schon sehr gut möglich, Taktiken anzuwenden. Vor allem, es gibt ja Sachen in Battlefield, die gibt's gar nicht in COD, es gibt ja dieses Squad-System, dass man wirklich innerhalb eines Teams mehrere Trupps aufbauen kann, sagen kann, okay, ihr geht links, ihr geht rechts, ist alles möglich, coole Sachen, aber wird das auch gemacht in der Praxis? Macht man das auch? Und das ist eben die große Frage. Ich denke, darum geht's ja, es wird immer so gesagt, ja, Battlefield 3, voll der taktisch Shooter. Könnte es wirklich sein. Aber in der Praxis, das ist eben unsere Meinung, schaut es vielleicht doch ein bisschen anders aus. Ist so, also zumindest wenn man sich Public Games anguckt, was genau. Man joint irgendeinen Server auf der Konsole und sonst was, da besteht das zu 90% auf, wir rennen drauf, rennen uns die Köpfe ein und sonst was. Wie man da teilweise sieht, wie locker die mit drei Leute irgendwie in MCOM gegen was weiß ich 10 defenden können teilweise, greifst du dir an den Kopf, ne? Natürlich, das Spiel kann man so spielen, auch richtig mit vorher überlegen, wie macht man was und sonst was. Mhm. Da muss man sich ein paar Conquest-Liga-Spiele angucken beispielsweise, da geht das doch schon etwas anders zur Sache. Allerdings kann man wie in keinem Spiel irgendwelche Liga-Spiele mit irgendwelchen Public-Matches vergleichen, das geht überhaupt nicht. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen zu hoch gegriffen, wenn da teilweise in Foren und Kommentaren immer sonst wie die unglaublichste Taktik angepriesen wird, so als musst du jetzt eben erstmal ein Diplom drinne machen, dass du das Spiel ausführen kannst, weißt du? Ist es ja eigentlich nicht. Max, letztendlich ist es Laufen, Ballern, ab und zu mal Fahrzeug fahren und viel mehr geht in Public Games eigentlich nicht. Ich denke, ist nur meine Meinung, aber ich denke immer so, die Leute, die verwischen immer so dieses Wort Teamplay und Taktik. Also für viele Leute ist es ja schon Taktik, wenn man als Squad jeder ein anderes Perk mitnimmt. Ja, also dass der eine meinetwegen Sprint hat, der andere hat Spreng dabei oder der dritte hat Ammo dabei, wie auch immer. Ey, sorry, das ist in meiner Meinung nach, das ist echt die absolute Basic-Grundvoraussetzung. Ist das eine Taktik? Also, ich weiß jetzt nicht, was auf Wikipedia steht, könnte man mal... Mach ich kurz mal. Geh mal gucken, was Wikipedia ist. Zum Wort Taktik? Irgendwas mit Vorbereitung oder so. Ja, so manövermäßig, so im Vorfeld, blablabla. Ja. Man muss ja dazu sagen, das sind ja Sachen, die sind ja alle sehr fest im Spiel verankert. Die gehören da eigentlich... ja, so zur Basis, so grundsätzlich dabei. Und ich sag mal so, wenn man Sachen anwendet, die ganz grundsätzlich zum Spiel gehören, dann ist es ja eigentlich keine weiterführende Taktik, bloß weil man das benutzt, was da eigentlich offensichtlich drinne ist, weißt du? Ja. Ich joine jetzt ein Squad. Die Squad-Funktion kriegst du aufs Auge gedrückt, sobald du joinst, ja? Ich wähle eine Klasse aus, das musst du sogar machen, wenn du spawnst. Ist das jetzt Taktik, nur weil ich ein Squad joine oder eine Klasse auswähle? Eben. Also, Max, bloß weil das geht. Ich hab's gerade vor mir. Also, Taktik, also laut Wikipedia, Taktik ist im militärischen Sinn, man kann ja sagen, das haben wir hier in Battlefield, ja. Taktik ist im militärischen Sinn die koordinierte Anwendung von militärischen Mitteln, etc., bla bla bla, der Rest ist nicht so wichtig. Die koordinierte Anwendung von militärischen Mitteln, was heißt von Streitkräften, also Infanteristen mit der Waffe oder von Fahrzeugen oder all sowas, vermute ich mal, ja. Was heißt, hier geht's doch koordinierte Anwendung. Hier geht's um ein Manöver, was geplant ist. Eindeutig. Und was natürlich auch Besprechung im Vorfeld zumindest meistens voraussetzt. Ganz genau. Also, du kannst dir nichts anwenden, wozu es keinen Plan gibt. Genau, weil sonst keiner irgendwie checkt, was er machen muss. Genau. Und ich denke mal, es wird dann immer so viel, also man muss da unterscheiden, man kann taktisch vorgehen, ohne eine Taktik zu haben. Ich kann natürlich sagen, während des Spiels, pass auf, ihr geht links und ihr geht rechts. Das ist in dem Moment schon in gewisser Weise eine Taktik. Das passt ja auch zu dem, was jetzt Wikipedia schreibt, ja. Aber irgendwo denke ich mir,
Ja, okay, es ist eine Taktik, aber ist das jetzt so der Geniestreich? Ist das jetzt so die geistige Errungenschaft, zu sagen, ihr geht links, wir gehen rechts? Oder ich sag mal so, das sind, ich würde sogar unterscheiden. Das sind Sachen, die machst du als Reaktion auf was im Spiel passiert. Stimmt, ja. Das ist nichts, was du großartig im Vorfeld planst. Das ist, ich gehe links rum, du gehst rechts rum, wir gehen beide rechts rum. Das ist entscheidend davon abhängig, wie gerade die Situation in-game ist. So, und dann entscheiden wir uns spontan, wir machen das. Natürlich kann man da jetzt verschiedene Moves, sag ich mal, absprechen, so nach dem Motto, du gehst zuerst durch die Tür und legst dich hin und wartest, bis ich durch bin und sowas. Das geht natürlich schon alles. Aber ich finde, so eine Taktik, der gehört ein bisschen was Vorausplanendes und das ist auch ein bisschen was Längeres, als wir laufen um die Ecke irgendwie. Ja, ein bisschen was Langfristigeres. Ich denke, also ich kann mal sagen, was in meinen Augen eine Taktik wäre. Weil das fällt mir gerade so ein, das wollten nämlich auch bei uns jetzt machen, bald im Platoon, im Battlefield, also im Clan, wenn man das so sagen kann. Ja. Ja. Wir haben uns gedacht, wir haben ja aktuell, mit dem Server soll es ja anders werden, aber aktuell können wir ja zu 12 spielen, bald vielleicht auch mehr, ja. Aber bei 12 Leuten mit 4er-Squads heißt das, man hat 3 4er-Squads. Also 3 mal 4 sind 12, ist klar. Ja. So, wir hätten also quasi ein Alpha, ein Beta, heißt das Beta? Ein Delta ist das zweite, gell? Ich glaube, ja, das sind diese Alpha, tollen Delta, Militär-Zähl-Dinger. Jedenfalls, wir haben ein Alpha-Squad, ein Delta-Squad und ein Charlie-Squad. Alpha geht auf Bombe A, also MCOM A, Delta geht auf Bombe B und das Squad Charlie geht Richtung Spawn und will die abfangen am Spawn. Das wäre für mich eine Taktik. Das eine Squad geht links rum, das andere Squad geht rechts rum auf die Bombe und das dritte Squad macht quasi so eine Art Allrounder-Funktion, so Supporter-mäßig. Bewacht oben den Spawn, dass da nicht die ganze Horde angerannt kommt und all sowas, ja. Das ist für mich wirklich Taktik. Du hast wirklich im Vorfeld was abgesprochen, was gemacht wird, ja. Aber nicht irgendwie jetzt, dass man Perks mitnimmt, ist jetzt schon die große Errungenschaft. Genau. Ich denke mir dabei immer, ohne da irgendwie beleidigen werden zu wollen, aber wenn da Leute immer von der großen Taktik sprechen, wenn das schon Taktik ist, allein eine Klasse zu nehmen oder als Pionier ein RPG rauszuholen, also das, genau, anders. das sind halt Sachen, die drückt dir das Spiel direkt aufs Auge. Das ist total offensichtlich, ja. Genau. Und wenn das schon Taktik ist, was ist denn das erst in der ESL, PSA, weißt du, MLG? Was denn das dann erst? Weißt du, wenn als Engineer RPG rausholen Taktik ist, dann ist X zum Nachladen drücken auch Taktik letztendlich. Ganz genau. Also was ich eben meinte mit RPG und Pionier ist, mal angenommen, du spielst eine Runde, meinetwegen Conquest, und es sind die Gegner voll viel Panzer. Dass man dann umswitcht, die Klasse wechselt auf Pionier. Also, ja, Ahnung. Das hat einen gewissen Teamplay-Aspekt, dass man für sein Team die Panzer wegholt und so, ja. Ja, okay. Aber ich denke, es ist ein großer Unterschied zwischen Teamplay und Taktik. Also Medipack schmeißen ist kein Taktik und so. Also, ich denke, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ich denke, da wird viel irgendwie auch gerne von den Leuten so ein bisschen reininterpretiert, wie wahnsinnig taktisch und sonst was das Game ist. Weil, wenn man sich wirklich die Public Games anguckt, also ganz im Ernst. Wichtiger, sehr guter Punkt, ja. Also ich will nochmal sagen, wieder der Max und ich wollen sagen, dass Battlefield 3 jetzt ein Anti-Taktik-Shooter ist. Nein, natürlich nicht. Also man kann da sehr viele gute Sachen machen. Aber nochmal zurück zum Anfang, die Frage ist halt, wird das auch in der Praxis gemacht? Und ich meine mit der Praxis im Public Gaming, wie du es genau auch eben sagtest, Max, ja. Und ganz ehrlich, Max, ich weiß es nicht, du hast ja auch eine Menge Spielstunden. Ich bin jetzt bald 300 Spielstunden mit all meinen Accounts von Xbox, PC und PS3. Und echt, ich kann das mit Gewissheit sagen, mit Gewissheit. Ich habe noch nicht eine einzige Runde erlebt, wo wir echt sagen mussten, so, ey, boah, gegen die Gegnertaktik kamen wir jetzt nicht an. Dazu muss man sagen, es gibt Runden, in denen verreckt man unglaublich. Das liegt aber nicht unbedingt daran, weil der Gegner jetzt so die unglaublich ausgeklügelte Schachbrett-sonst-was-Taktik am Start hat. Es liegt da einfach daran, weil das eigene Team unglaublich sackt. Das kommt ja auch manchmal vor, ja, dass die Gegner einfach prinzipiell vom Spielen her besser sind, aber nicht, weil sie sich jetzt sonst wie die Map schon im Voraus irgendwie auf einer 3-Meter-Karte geplant haben und sowas. Ja. Ja, ist ja was anderes. Ich weiß jetzt schon, es werden eine Menge Leute, aber es werden auf dieses Video werden Kommentare kommen wie, Leute, ihr habt doch keine Ahnung, Taktik ist doch so und so. Dann würde ich gerne mal von diesen Leuten hören. Also, ich würde gerne wissen, wenn es von euch Leute gibt, die, sage ich mal, mit dem, was wir sagen, so gar nicht d'accord sind, die das ganz anders sehen, dann würde ich von den Leuten gerne wissen, naja, was ist denn dann Teamplay? Genau. Weil, oder was man auch nochmal fragen könnte, was versteht ihr dann unter Taktik? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, genau. Ich meine, ja, das war's eigentlich schon. Also ich meine, also die ist richtig, ja, das. Das war's letztendlich schon. Eine Sache, ich weiß, das Gameplay ist quasi fertig, aber egal, das muss ich nochmal sagen. Kam nämlich letztens in einem Kommentar, da habe ich gesagt, hier,
ich freue mich ja, dass die Battlefield 3 Videos jetzt fast mehr Views oder haben mehr Views als die COD Videos und da haben ja auch viele gesagt, jawohl, mehr Battlefield 3, weg vom Mainstream. Ich meine, guck mal ganz im Ernst, was ist denn Battlefield 3 bitte? Also ich meine, es gibt nicht viele Spiele, die so mainstreamig sind, oder? Also die Tatsache, dass diese Videos schon mehr Views haben. Genau. Ja. Da siehst du es dran eigentlich. Genau, ja. Also das also ist. Außerdem, ich denke immer so, die Leute, die tun dieses Wort Mainstream immer so krass durch den Dreck ziehen, ja. Der Mainstream ist laut meiner Definition, da müsste ich jetzt wieder gucken im nächsten Sekunden, was das heißt, aber also ich verstehe Mainstream als das, was der breiten Masse gefällt. Was soll denn schlecht daran sein, das zu machen? Oder was ist denn schlecht, wenn es da eine Sache gibt, die sehr vielen Leuten gefällt? Was soll daran bitte so verkehrt sein? Weißt ja gut, ich sag mal so, wenn es sich um das Spiel handelt, ist klar. Über Sachen im Game kann man sich natürlich streiten, wie ja, das mit Balancing und USAs und Gedöns ist. Natürlich, das ist klar. Aber ich sag mal so, es ist nichts Schlimmes daran, dass das Battlefield 3 ein Mainstream-Spiel ist, weil diese ganze Geschichte, also COD auf YouTube und so, das ist ja auch nur so groß geworden, weil das langsam aber sicher vor ein paar Jahren übelst zum Mainstream geworden ist, ja? Sonst geht genau. Uns ja heute gar nicht mehr alle an. Gegenfrage an all die Leute, die sagen so, ja, Battlefield ist cool, ist halt kein Mainstream. Was wäre denn, wenn Battlefield genau so bleibt, wie es jetzt ist? Also echt ein cooles Game, was Spaß macht, aber es mit der Zeit immer mehr Leute spielen. Wird das Spiel dann schlechter dadurch, nur weil es mehr Leute spielen? Also, nee. Das ist natürlich. Ich denke, diese Mainstream-Debatte ist überflüssig, ja, meiner Meinung nach. Wir können das so ein bisschen füllen. Ich muss eh ein Gameplay nehmen, was länger ist. Vielleicht noch eine Sache. Also wir haben jetzt 12 Minuten und 18 Minuten können wir machen. Wo wir uns vorher auch drüber unterhalten haben, ich meine, wir schwätzen ja immer viel über sowas, dass das Spiel an sich, und ich rede jetzt nicht davon, das Spiel so komplett zu beherrschen und die ganzen kleinen Dinger wie Fallschirm später aufmachen und so, dass das Spiel an sich vom Grundprinzip eigentlich relativ simpel aufgebaut ist. Ja, ist es. Das ist nichts, wo du jetzt wirklich erst dir 30 Seiten Guides durchlesen musst, bis du überhaupt was reißt. Das ist kein StarCraft oder sonst was, wo du irgendwelche Einheiten auskontern musst oder sonst was. Es gibt zu keiner Klasse irgendwie die Konterklasse schlechthin, wo du gar keine Chance mit hättest und so. Also es ist eigentlich von der Grundmechanik her sehr relativ simpel. Klar kann man sich immer noch verbessern, kann man immer noch Sachen rausholen, so ist das nicht. Aber letztendlich ist eigentlich jeder in der Lage, dieses Game zu spielen, oder? Ich denke auch, ich meine, es gibt ja viele Leute, die könnten jetzt argumentieren und sagen so, ey, ja, Moment mal, ist doch Quatsch, was ihr sagt, flieg mal den Heli, das ist ganz schön schwer, also vor allem erstmal das Steuern alleine, dann das am Himmel bleiben, also wie reagiere ich, wenn Stinger geflogen kommen auf mich, ist natürlich klar. Es ist ja nicht die Rede davon, dass jetzt ein Spieler alles beherrschen muss. Und sofort einfach instant nur, alles gut kann, ne? Genau, darum geht's ja. Es geht nur darum, wenn jetzt einer neu ins Spiel kommt, natürlich hat er meiner Meinung nach in Battlefield einen schwereren Start, wie er man wegen in COD hätte, ja. Aber was ich sagen möchte ist, jeder findet da schnell seine Klasse. Die meisten Leute fangen da an mit Pionier und ey, sorry, mit einem Pionier ein RPG rauszuholen, ist jetzt echt nicht irgendwie abgrundtief krass schwer. So, ja. Also die meisten Leute, die da locker anfangen und ein bisschen Pionier spielen, ein bisschen Sturmsoldat spielen, die finden da auch rein und sorry, Flaggen einnehmen ist jetzt auch keine große Kunst. Genauso wie ein MCOM zu sprengen. Gut, komm erst mal ran, ist klar, aber ich will nochmal darauf verweisen, die Spielmodi im Vergleich von COD zu Battlefield 3 sind doch gar nicht so verschieden, mein Gott. Das ist auch was. Rush erinnert doch sehr, sehr stark an Sprengkommando bzw. Suchen und Zerstören. Herrschaft und Eroberung ist ja fast identisch, außer dass das eine ist, hatte Flaggenscore, also COD hat den Flaggenscore, also muss 200 Punkte erreichen, mit Flaggen einnehmen. Und in Battlefield ist es andersrum, da zählen die Punkte nicht hoch, sondern eben runter. Also sorry, ja, also insofern, das Gleiche, ja. Ich denke also, auch, wer das eine gespielt hat, findet sich im anderen relativ schnell zurecht. Und das ist auch so ein Punkt, der ist in letzter Zeit gerade extrem schwer im Kommen, dass irgendwelche, ich nenne es jetzt mal selbsternannte Battlefield-Veteranen, Profis, die teilweise selbst erst mit Battlefield 3 angefangen haben, sich für wahnsinnig toll halten und irgendwie, was weiß ich, der COD-Spieler, das ist schon das übelste Schimpfwort teilweise, ja. okay, man muss dazu sagen, es gibt viele Spieler, die rennen sinnlos rum, die sind schlecht, aber mal ganz im Ernst, das werden die so auch, ja. Also ist meiner Meinung nach, die müssen nicht vorher COD gespielt haben oder sonst was. Genau. Oder es macht dich auch nicht im Umgedreht, weil du COD vorher gespielt hast zum schlechten Battlefield-Spieler. Ich behaupte sogar fast, wenn du vorher COD gespielt hast, hast du zumindest vom Aiming und vom Movement her einen Vorteil gegen einen, der das noch gar nicht gespielt hat. Ja, Max, und auch in den Spielmodi, wie gesagt, die sind da gar nicht so viel anders. Das Einzige, was dir wirklich noch fehlt, ist dieses Soldatenverständnis, also nehme ich jetzt Sturmsoldat oder Pionier, und natürlich der Umgang mit den Fahrzeugen, sei es nun im Angriff,
Also wenn du meinetwegen auf dem Heli schießt oder auf dem Panzer, aber auch wenn du selber fährst. Natürlich, ja. Aber ansonsten, naja, mein Gott, also. Es hält sich in Grenzen und ich sehe halt ganz oft Leute, die sich da als wahnsinnig elitär hinstellen, bloß weil sie jetzt meinen, sie sind hier die geilen Battlefield 3 Taktik-Pros schlechthin und totalen Profis. Vor allem, fällt mir gerade ein, ich wollte es eben schon sagen, ja. Sobald da einer reinkommt, der jetzt mit Usas Only spielt, also nur mit der Usas und am besten noch die Frag Rounds, also diese ja. Wie Splittermunition? Wahrscheinlich, ja, Splittermunition heißt, glaube ich. Also wenn da einer reinkommt, der, ich sage es einfach mal so, laut meiner Meinung sehr verwerflich spielt, sehr unfair spielt, ja, heißt es gleich, oh, ihr scheiß COD-Kinder, ja. Muss doch gar nicht sein. Also ich meine, du hast ja eben selber gesagt, der hätte vielleicht auch so gespielt, wenn er nicht in COD gewesen wäre. Vor allem weiß man auch überhaupt nicht, ob das überhaupt ein ehemaliger CODler ist. Ja, denke ich auch. Das weiß man doch gar nicht. Ja. Erstens das, und man muss auch mal davon runterkommen, dass Battlefield 3 so viel besser und elitärer ist, wie das sich manche Leute da irgendwie hinstellen. Ganz ehrlich, es ist einfach so, und muss ich dazu sagen, ist meine Meinung, und ich zähle mich auch nicht zu den super sonst was Spielern, dass es einfach so ist, dass ich sage mal, es war einfach 70-80% der Leute relativ schlecht spielen. Ist auch nichts Schlimmes dabei. Ich meine, die haben halt gar nicht, vielleicht auch gar nicht die Motivation, sich weiter mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass er vorher COD gespielt hat und sonst was. Es spielen halt nicht alle gescheit. Es spielen halt viele einfach schlecht. Und es ist nicht, weil sie es nicht wollen oder so. Das ist einfach, weil es für die halt was ist, wo sie sich nicht mehr näher beschäftigen wollen. Vor allem die Leute, also was ich wirklich sagen muss, wenn jemand aus COD kommt, nach Battlefield, ja, dann kennt der aus COD in der Regel, ich rede nicht von allen, ich sag nur, die meisten Leute, nicht alle, aber die meisten Leute, die haben noch nie richtig Teamplay gemacht, ja. Ja. Wenn wir vorhin sagten, Battlefield 3 ist ja gar nicht so taktisch, bla bla bla, ich will es nochmal sagen, dann meinen wir nicht, es wäre kein Taktik-Shooter oder anders. Wir wollen nur sagen, der aktuelle Ist-Zustand, so wie es ist, es spielen nicht viele Leute Taktik, ja, oder beziehungsweise annähernd gar keine, ja, also annähernd, ja. Was ich sagen möchte, ist, wenn jetzt jemand aus COD kommt, also mein Gott, sorry, also in COD da Flaggen einnehmen, ist jetzt wirklich keine große Kunst, ja. Und suchen und zerstören, ja gut, ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber ist jetzt auch nicht gerade Public Gaming. Ich rede das nicht von irgendwie ESL oder sowas. Ja, in Public Gaming auch nicht gerade so über krass, ja. Und jetzt kommt man, lange Rede, kurzer Sinn, man kommt also als CODler in Battlefield und man kann in Battlefield schon sehr viel reißen mit Teamplay. Das heißt nicht, dass es notwendig ist, ich will nur sagen, man kann damit extrem viel reißen, ja. Und natürlich, vor allem wenn du wirklich vier Leute am Start hast oder sogar noch mehr. Na, da kannst du natürlich schon was reißen, letztendlich. Aber es ist einfach so, es gibt Leute, und das war schon lange, man muss ja dazu sagen, das hat nicht nur was mit COD zu tun, nicht mit Battlefield, das ist in allen Spielen so. Es gibt halt Leute, die spielen das einfach mal so just for fun, wollen sich nicht weiter damit beschäftigen und kacken halt übelst ab. Natürlich würde ich mir auch wünschen, da hatten wir es auch schon oft von, dass die Leute, wenn sie bei einem im Team sind, ein bisschen umsichtiger sind, natürlich. Aber letztendlich darf man sich nicht beschweren, weil, ja, ich sag mal so, die in deinem Team nichts hinkriegen, wenn du gegen die spielst, kriegen sie gegen dich auch nichts hin. Genau. Ist halt so ein bisschen geben und nehmen in dem genau, Fall, genau, so, weißt genau, du? Genau, genau, genau. Natürlich regt's auf, dich regt's wahrscheinlich auch auf. Ja, na klar. Ich wollte mal eins sagen, zu dieser COD vs. Battlefield-Kiste, ihr scheiß COD-Kinder. Also ich hab, Max, du ja auch, wir haben ja beide auch relativ viel Bad Company 2 gespielt. Ja. Und da gab's genauso, und zwar den ohne Ende. Scheiß. Die Jungs, die dir zum Verrecken keine Ammo schmeißen, die dir einfach kein Medipack geben, die dich nicht wiederbeleben. Ja, die mit dem Panzer ja. An der Wand hängen bleiben die ganze ganz Zeit. Ganz genau, und sowas. Die gab's doch früher ganz genauso. Ist doch nicht so. Das gab's in 1942, gab's das genau. Auch schon. Genau. Ist doch nicht so, dass diese Leute jetzt erst kamen, nachdem COD diesen genau. Riesen Hype die hatte. Haben nur COD gespielt, um schlecht zu werden in Battlefield. Weißt du, so hört sich teilweise an. Das gab's doch das früher auch ganz genauso wie heute. Ne? Ich habe das Gefühl, teilweise, das ist einfach jetzt so eine Bezeichnung. Früher hast du gesagt, oh, scheiß Kellerkind oder sonst was. Heute sagt dann halt, der möchte gern Elite-Battlefielder, sagt dann scheiß COD-Kind, weißt du? Also ich muss auch sagen, dass mir Battlefield wirklich erheblich mehr Spaß macht. Mir auch. Ich ganz klar, ja. Also ich spiele heute so viel Battlefield, wie ich damals zu meiner COD-Hochphase COD gespielt habe, ja. Aber auch wenn ich meine Probleme habe mit COD, will ich jetzt COD nicht auf Lebenszeit verdonnern, ja. Ich bin nur der Meinung, dass das, was jetzt, ohne jetzt ein neues Thema anzubrechen, nur kurz am Rande erwähnt, ich bin da nur der Meinung, dass halt das, was mit MW3 aus COD geworden ist, nichts Tolles ist. Ich mag aber immer noch MW1 sehr gerne. Was ich sagen möchte ist, ich finde Call of Duty nicht scheiße, sondern nur eben MW3. MW1 ist nach wie vor für mich ein sehr geiles Game und im Prinzip auch MW2. Genau.
Naja, MW2 bin ich nicht so der Fan, aber COD 4 ist kann ich sofort unterschreiben eigentlich. Vielleicht als Fazit noch eine Sache, die ich, oder was heißt als Fazit, also als Schlusssatz, weil ich noch gerne sagen möchte, man sollte vielleicht nicht wirklich versuchen, den Leuten das aufzudrücken, wie man selbst denkt, dass gespielt werden muss. Man sollte sich vielleicht mal die Gedanken drüber machen, dass man auch nicht immer den hundertprozentigen Überblick hat. Und letztendlich, wenn jetzt einer ein paar Kills macht, mag sein, dass es nicht so hundertprozentig objective ist. Aber ich denke, wenn man so spielt, dass es dem Team nicht schadet, ist es schon mal was, dass man irgendwie darauf hinarbeitet, die Runde zu gewinnen. Und drittens natürlich auch das macht, was einem selbst Bock macht. Dann fährt man doch eigentlich ganz gut. Max, noch eine Ergänzung nochmal von mir. Du hast es ja eben schon kurz angesprochen. Es gibt natürlich Leute im eigenen Team, über die regt man sich maßlos auf. Also die geben keine Ammo, die spielen kein Objective, bla bla bla. Die sind aber doch auch genauso in der anderen Runde im Gegnerteam. Genau, das habe ich ja vorhin also, gemeint, ist so. Genau. Und natürlich ist es schon extrem scheiße, wenn man dann einfach keinen Team-Support bekommt. Aber denkt doch mal an all die Runden, wo ihr übertrieben geowned habt. Da habt nämlich ihr die Leute nicht im Team gehabt, sondern ihr habt gegen die gespielt. Und ihr habt sie voll fertig gemacht und eine geile Runde gespielt. Genau, so ist es letztendlich. Ja. Ja. Na gut, Max. Sind wir durch, oder? Wo sind wir jetzt zeitlich? Ah, 21 Minuten irgendwas, das passt schon. Passt. Okay, dann würde ich mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, Outtakes kommen jetzt noch. Die Outtakes kommen ja noch. Ja, Max, willst du kurz sagen, was das war? Also, ganz kurz nochmal so. Wir haben, also ihr müsst wissen, Max und ich, wir nehmen unsere Kommentarspuren separat auf. Also hier ist gerade kein Skype-Recorder. Nee, Outer City hier am Start. Genau, Outer City. Also wegen der Tonqualität, ja. Jetzt habe ich gerade eben mein Mikro in den PC gesteckt und wollte einfach nur gucken, ob das halt passt von der Klangqualität und habe einfach so einen Test aufgenommen. So Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3 und da kam jetzt eben was Lustiges bei raus und ja. Das kommt im Anhang. Man weiß ja, meine Fanboys waren nicht fertig jetzt, ne? Oh ja. Ja, gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Max hat in sein Bett gemacht.